Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen wir sind wieder am start und wir haben euch heute ein cooles thema mitgebracht weil wir testen nämlich für euch was aus und zwar haben wir hier deep talk karten für alle die, die das per youtube schauen können das jetzt auch sehen ich halte es in die kamera und zwar sind es äh, relativ neue Karten von Lebenskompass. Wir wollen jetzt hier aber keine Werbung unbedingt machen, sondern das gibt es auch von mehreren Anbietern. Ich habe das schon öfter gesehen, dass man quasi solche Karten sich ähm, besorgen kann, äh, um einfach bessere Gespräche zu führen, nennen wir es mal so, wenn man sich mit bekannten Freunden und so weiter trifft. Und zwar sind hier 100 Karten enthalten mit sechs Kategorien für ein bis acht Personen und ist für Erwachsene empfohlen. Und, ähm, also ich weiß nicht, ob ihr so klassisch auch diese Spieleabende kennt, das machen wir auch äh, manchmal, zwar irgendwie im Moment selten, aber das haben wir auch schon gemacht, aber hierbei geht es nicht ums Spielen, sondern es geht wirklich darum, dass man einfach qualitativ bessere Gespräche führt, ähm ich finde es gar nicht mal so schlecht. Also, ich würde es echt mal ausprobieren, gerade wenn man sich mit Fremden oder wenn man sich mit anderen Menschen noch trifft. Aber Dom und ich haben gedacht, wir probieren das jetzt einfach mal für euch aus. Wir haben selber noch nicht reingeguckt. Ich mische jetzt die, die Karten. Ähm, vor allem jetzt auch eine ganz kurze Idee von mir. Ähm, und zwar finde ich das. Ähm zukünftig für, für unsere Podcast-Episode. Klar, wir haben jetzt weit über 60 Episoden, jetzt kommen sie auf die Idee. Aber ich finde es sowas, wenn wir das als Kategorie einführen könnten, ne, dann immer so eine random Frage gezogen, also eine random Karte vielmehr und dann, dass wir halt eben auch ein bisschen drüber schwätzen können. Also ähm, denke ich mal, dass wir das so die nächsten und zukünftigen Episoden auch so implementieren können. So, ich habe jetzt mal geschaffelt und ich ziehe jetzt einfach mal eine Karte, die nennt sich ich bin gespannt. Vergangenheit und Zukunft jetzt schon die, die, die Geister der, der Vergangenheit. Was hast du zuletzt ausprobiert, aber schnell gemerkt, dass es gar nichts für dich ist? So, so jetzt sind wir erwachsen und jetzt können wir hier ganz tolle Gespräche ähm, drumherum stricken. Ähm, was gar nichts für mich ist, mhm. ich glaube, das wüsstest du besser, was, wo ich überhaupt nicht aus, aus der Haut fahr, äh, also überhaupt nichts mit anfangen konnte, was habe was, was hab ich mal gemacht in letzter Zeit oder vor längerer Zeit? Ich muss jetzt mal für mich selber auch überlegen, ne? Wie ich das ich weiß selber auch nicht. Also ja gut, wir haben ja ähm, unsere Veranstaltungen, ne? Wir haben ja schon immer äh, irgendwo Sprecherparts gehabt die letzten sieben Jahre. Das war nichts Neues. Hm, was haben wir Neues erlebt? Ähm, ich ich meine mal bei ja bei das dir, muss ja jetzt nicht also es ist einfach irgendetwas, was du mal ausprobiert hast. Das kann ja auch vor zehn Jahren sein, wenn es halt jetzt nichts Neues ist, was dir. Ja, ich überlege. Ich, ich gehe das gerade alles mal durch. Bei also dir mir war fällt bei, bei dir, dir tatsächlich mal sein. Und äh, was? Massage. Ja, das ist für mich so ein Thema. Wow. Mir fällt unser zweiter, zweiter oder dritter Hochzeitstag ein, wo ja. wir wo wir in der Therme waren, ja. wo ich dann unfreiwillig ähm, viele. Ja. Naja, ähm, aber bei dir war doch so immer das Thema. Ähm, äh, vor, vor, nee, das, das ist jetzt letzten Endes dann doch was für dich geworden. Ich wollte gerade sagen, also das was ganze. Was mir in dem Zusammenhang mit Einfeld ist das Thema Sauna. Und zwar habe ich dieses Thema echt in meinem Leben mehrmals probiert, weil ja alle das immer so feiern und so toll finden. Und das ist so entspannt und das ist so gut für einen Kreislauf und so gut für den Körper. Für mich ist es de facto wirklich. Nichts. Ich, ich mag das einfach nicht, mich da in so eine Schwitzkammer zu setzen, äh, da irgendwie mich zu fühlen wie so ein Schwein am Bratenspieß und äh, vor allem das Ganze noch nackt. Das finde ich ja noch das größere Übel daran. Ich meine, klar. Ich habe dann immer so ein Handtuch angelassen und auch meine Bikinihose. Aber muss ja sagen, gerade in dieser Therme, wo wir gerade davon die Rede hatten, sind die Leute ja dann auch nett amused, wenn man da angezogen bleibt. Also, man darf das ja oft auch gar nicht. Also, zumindest das Höschen darf man, weil das ist so ein Punkt. Das hat mich dann total geekelt. Ich meine, klar, man geht da mit dem Handtuch rein und setzt sich mit dem Handtuch auf die Bank, also nicht mit dem blanken Hintern. Aber grundsätzlich, ich finde es einfach etwas, was mich. Also, mir, mich entspannt es nicht, mich strengt es total an. Ich mag das einfach nicht. Also, Sauna, das Thema ist für mich AD. Ähm, da da gebe ich auch gleich meine Two Cents dazu <laughs> äh, mit bei. Und zwar, äh, Sauna ist, ich war, glaube ich, zwei oder dreimal in meinem Leben in der Sauna. Da war ich schon relativ jung, so 16, 17. Im hiesigen, im örtlichen Fitnessstudio damals. ich nenne es jetzt einfach mal ist American Fitness. War mein erstes Fitnessstudio. Äh, mein Lieblingsfitness, also ist auch egal, also immer nur gute Erinnerungen an das Studio. Auf jeden Fall hatten die halt eben auch einen Saunabereich. Der war ziemlich innovativ äh, letztes Jahr, wollte ich sagen, äh, als ich jung war. Auf alle Fälle hatte ich da auch meine Begegnung, ich will schon sagen, der dritten Art. Mm. Guck mal, wenn jemand Nacktheit fröhnen will, die ist das, ja, Nacktheit zelebrieren will, kann er das machen. So in der Sauna, was erwartet man, ja, vielleicht so ein bisschen was, äh, ein Handtuch um, als Ländeschurz, ähm, aber in der Regel ähm, muss man halt eben darauf, ähm, ja, darauf, sich vorbereiten, dass man nackte Menschen sieht. Ist ja das eine. So, da saß ich da drin, da war ein älteres Ehepaar, 60, 70 vielleicht schon. Ä älter. wenn ich schon drüber nachdenke, stellen sich mit den Nackenhaare. Ne? man spitzt ja. So, ist ja eine Sauna, das macht man halt eben und was haben dann halt eben diese Personen gemacht, haben dann ihren Schweiß genommen, in ihren also ihren Intimschweiß und haben sich da auch genüsslich dann äh, dran verrieben auf ihrem ganzen Körper, haben ihren Achselschweiß genommen, ähm, haben das überall verrieben. Ähm, sah halt eben in meinen jungen Jahren nicht ganz so appetitlich aus und da hatte ich das halt eben auch schon erledigt. Aber wie gesagt, an unserem Hochzeitstag waren wir auch in der Therme, da hat man das Dampfbad, furchtbar, wir hatten die, die Paarmassage furchtbar für mich. Ähm, äh, die, also ich lasse mich nicht gern massieren, so fremde Hände ist so so ich will we, wenn ich jetzt weiß, die Jenny machts ja oder meine Schwester die Lilly ja, ähm, äh, so so eine Nackenmassage ist ja nichts dabei. Aber wenn ich dann merke so oh, keine Ahnung. Für viele ist das was, für mich ist halt äh, überhaupt keine Entspannung. Ne? Also, ich kann mich da nicht entspannen, ich äh, tue, manchmal, tue mich da irgendwo reinpädern und das will ich dann halt eben auch alles nicht. Ne? Also, äh, vielleicht kann man dann so unterm Strich sagen, da muss eine große Vertrauens-, Vertrauensbasis schon ähm, geschaffen sein, dass ich mich da auf eine Massage einlasse. Ja. Okay, nächste Karte oder wie? Ja, ich bin jetzt auf, auf Anhieb so kein. Achtung. <laughs> Ein Techno-Club. Okay, um. Leben und Gegenwart. Was tust du viel zu selten, obwohl es dir große Freude bereitet? Also da kann ich jetzt wahrscheinlich viele Dinge aufzählen. Na dann. Ähm, erster Gedanke war. Ähm also Initialgedanke war, ins Studio gehen, den Körper zu betätigen, über Eisentraining, ne? über Gewichttraining, über ähm, das ganze Thema Fitnessstudio und, und Muckibude, ähm, aber was man halt eben auch... Ähm, wirklich viel zu selten machen, ist wirklich bewusst Pausen leben, also wenn, wenn ich das jetzt mal so runterbrechen kann, klar man nach Mittagessen oder man nach, nach dem Nickerschen, aber wirklich so sagen, ey ich, ich mache jetzt alles aus, ich will von niemandem was hören, so wirklich eine bewusste Pause erleben, mache ich viel zu wenig ähm, oder machen wir auch viel zu wenig aber ähm, ich habe noch ganz viele andere Beispiele. Ähm, Video, also in letzter Zeit habe ich das Videospielen wieder für mich entdeckt. Ich habe es mein Leben lang gerne gemacht. Die letzten drei, vier Jahre ist es eingeschlafen. Obwohl man eigentlich viel Zeit hatte, auch durch die Lockdowns dies, das. Ähm, habe ich eher weniger gezockt. Habe ich jetzt wieder für mich entdeckt. Ne? Also auch vor allem das Thema Retro-Gaming. Weil irgendwie die Spiele auch heutzutage, die so rauskommen, die released werden, die kicken mich nicht. Ähm, dafür umso mehr... Ähm, Vielleicht auch, weil man weiß, was man bekommt, so ein so Super Mario Bros. Ähm, da habe ich echt Bock dran. Ne? Aber erzähl mal du hier aus, deiner, aus deinem Nähkistchen. Boah, das ist echt schwierig. Also, ich glaube, was ich selten mache, ist wirklich so das Thema weggehen. Also mich so, äh, ja, bewusst so mit Freunden oder Freundinnen treffen und so einen Kaffee trinken gehen oder sowas. Ne? Also wirklich sehr, sehr selten. Ja, ob ich das immer gern mache, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, manchmal schon. Also ich gehe selten ja so raus. Ähm was ist was, was ich selten mache? Ja, eigentlich so das ganze Thema. Ähm ich bin ja jemand, der eigentlich schon gerne kreativ ist. Ich habe ja so ein paar Malbücher auch hier. Der Dauer lacht jetzt gleich wieder. Aber tatsächlich, ich komme gar nicht dazu, das zu machen. Ähm, backen. Also, ich bin jemand, der sehr gerne, gerne backt, Aber ich muss tatsächlich sagen, über den Sommer habe ich jetzt sehr wenig gebacken, weil was ich persönlich gerne backe, sind eben Torten. Und die Torten hat natürlich im Sommer keiner Lust zu essen. Also, ich persönlich auch nicht. Ähm, generell essen wir in der Familie weniger Kuchen als sonst. Von daher. Ja, habe ich jetzt schon zwar Kuchen gebacken, in der letzten Zeit jetzt mal wieder zwei Stück, aber auch seltener als sonst. Ja, das sind eigentlich so die Sachen, die mir einfallen. Oder? Ja, das mit, mit dem Fortgehen, Ausgehen, wie man das so sagen will, klar, wir, wir treffen natürlich sind ja keine Muffs oder sowas. Ne? Aber das ist schon, soll ich sagen, eingeschlafen. Aber tangiert, also mich tangiert es nicht wirklich so. Mir ist es relativ egal. Also klar, wir sind mit den Leuten unterwegs. Nicht, dass mir die Leute dann egal sind, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt was vermisst. Ne? Also früher waren wir schon viel unterwegs, auch wo wir noch studiert haben, in Saarbrücken oder sowas. Aber da waren wir, sag ich mal, da waren die Prioritäten auch anders. Ne? Ähm, war ja, da waren wir aber auch nicht viel unterwegs. Da waren wir eigentlich nur ja. arbeiten und studieren. Ja, aber gefühlt habe ich trotzdem so das Ding äh, im Hinterkopf, dass wir mehr gemacht haben. Aber das kann sich auch täuschen. Ja, ich wir sind auch viel im U also relativ viel im Urlaub. Da wollte ich gerade sagen, reisen. <laughs> Ach, wir waren zwar im August erst weg, aber irgendwie könnte ich gefühlt immer weg. Es ist immer zu Ja, gut. wenn man, sobald man da wieder Bilder aus Kroatien sieht, hat man da auch wieder Fernweh. Ähm, aber aber das bin, also ich, ich sehe dann auch vieles aus, aus der aus der verwandtschaft bekanntschaft freundschaft also, ne, also aus dem näheren umfeld wie viel die unterwegs sind dann denke ich mir okay ist es das ja will ich jeden tag die ablenkung haben brauche ich jeden tag after work und die after hour brauche ich jetzt das 20 schnitzel was ich hier jetzt ums eck essen gehe ich weiß es nicht viele brauchen das für mich hat das aber viel oftmals einen anderen hintergrund warum man diese ablenkung braucht es gibt für alles irgendwo einen Grund, ne, ähm, warum man etwas exzessiv macht, warum man viele Veranstaltungen schon im Kalender hat, um zu, ver, um zu wissen, wie man sein Wochenende verbringt, dass man ja nicht mit seinem, also ich, ich drifte jetzt gleich wieder ab, ich bin schon richtig im Drift drin, die Handbremse ist angezogen und Vollgas, ähm, dass man einfach von seinem Problem ablenken will, nicht über nachdenken will, sich, sich sedieren will. Aber bevor ich mich jetzt hier wieder verliere in meiner Wortschaft, ähm, gebe ich doch wieder den Ball. Aber ich glaube, du hast wieder eine neue Karte am Start. Wie viele Karten willst du denn eigentlich behandeln? Nee, also ich habe jetzt diese Kategorien mal aufgeteilt, dass man das mal sieht. Und die gibt sogar auch eine Anleitung, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Und zwar hätte man das vielleicht auch vorher machen sollen, ne? aber ja, ist immer halt. Also es gibt einmal einen Steckbrief, die Karte habe ich auch gerade gefunden. Spielst du das Spiel in einer Gruppe, in der sich Menschen noch nicht kennen, kann dies eure erste Spielkarte sein. Reicht diese Karte durch, damit sich jeder vorstellen kann. Also hier ist so eine Karte, da steht Steckbrief, das ist einer der sechs Kategorien. Und dann steht hier drauf: "Hi, ich bin Jahre alt, geboren in ich bewundere mein Beruf ist Punkt, Punkt, Punkt. Und meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit Punkt, Punkt, Punkt. An mir mag ich am liebsten das Punkt, Punkt, Punkt. Ja, hallo? Ja? Äh, fünf hat sie eingetragen. Steht doch im Kalender. Ja. Das steht im Kalender. Ja, also pff, ich kann das ja mal spontan durchmachen. Ich bin die Jenny, ich bin zwo, äh, 42, ich bin 41, ja, wie peinlich. Ähm, 41 Jahre alt, geboren in Rheinland-Pfalz. Ich bewundere. Ich bewundere. Wen bewundere ich, Schatz? Äh, ich denke, man kann sich auch in einem Maße selbst bewundern, oder? Als ohne dass es das dann irgendwie arrogant rüberkommt, oder? Ja. Oder brauchst aber du jetzt unbedingt ein Idol? Ich bewundere Tobias Beck. Ähm, mein Beruf ist Network-Marketer unter anderem. Ähm, und meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit Lesen. An mir mag ich am liebsten, dass ich zielstrebig, positiv denkend, hilfsbereit bin und eine klare Vision habe, anderen Menschen zu helfen. Ne? Nice. Das, das geht auch runter wie Öl. So, dann zweites Intuition. Wenn jemand eine Intuitionskarte zieht, sollte die Frage ohne große Überlegung intuitiv beantwortet werden. Wer möchte, kann seine Antwort noch genauer erklären. Dann gibt es die 60 Sekunden Kategorie. Bei diesen Fragen habt ihr 60 Sekunden Zeit, um sie zu beantworten. Dann gibt es 40 Mal Leben und Gegenwart, das hatten wir jetzt gerade schon, 40 Mal Vergangenheit und Zukunft und fünfmal Komplimente. Okay, ziehen wir die nächste Kategorie. Komplimente. Bei dir fühle ich mich immer wohl. Von Compliment to Go. Okay, also Herr Solditsch, bei dir fühle ich mich immer wohl. <laughs> äh, das, hä, okay. Ja, wenn du jetzt eine größere Gruppe bist, dann sagst du es zu einem, bei dir fühle ich mich immer wohl. Tito. <laughs> ja. Okay, dann haben wir 60 Sekunden. Das ist interessant. Ich ziehe jetzt eine für dich. Du, du musst jetzt innerhalb von 60 Sekunden rausballern. Ich gucke auf die Uhr und dann ziehe ich eine für mich. Dann musst du auf die Uhr gucken. Oder warte, wir warten, bis die Minute voll ist. <laughs> also 60 Sekunden. Was muss du ich musst machen? einfach auf das, was ich dir jetzt vorlese, 60 Sekunden lang rausballern. Moment. Let's go. Let's go. Moment. Spiel bis jetzt? Ähm, ist es ein Spiel? Ich finde es eine gute Ergänzung. Ein Gesellschaft. Nee, ich weiß nicht, wie man es könnte. Also hier mein Timer, der läuft hier schon wieder eine Minute ab, keine Ahnung, was du für einen Timer hast. Jetzt. Zähle auf, was noch alles auf deiner Bucketlist steht. Ähm, Japan, Osaka, Tokio. Ähm, wir müssen auf jeden Fall nochmal rüber zum Carlos, ähm, dort die Warner Brothers Studios anschauen zusammen. Wir haben vor, also ich vielmehr auf meiner Bucketlist, eine schöne Drum Bass Party in Good Old London oder in Manchester, irgendwas in UK. Da brauchen wir auf jeden Fall ähm, das Drum Bass Thema. Natürlich ist das Thema Familiengründung nach wie vor omnipräsent. Abseits davon, dass wir eh schon einen Hund haben. Ähm ja, keine Ahnung. Das Thema digitaler Nomade oder auch hier, wie wir das jetzt alles so betreiben mit dem Webvideoproduzenten-Tum und sowas. Das ist das, was bei mir eigentlich im Warenkorb ist und auch so mal über die Kasse gezogen werden kann. Also ganz ehrlich, was will ich noch sehen? Wir haben vieles schon gesehen auf der Welt. Bin schon sehr zufrieden, was ich alles gesehen habe. Vereinigte Staaten, wie gesagt, zum Carlos rüber und auch auf jeden Fall New York zu Weihnachten. Ich denke, das ist New York. Ja, <laughs> also auf jeden Stopp. Fall auch so. Okay. 60 Sekunden sind um. Jetzt ziehe ich eine Karte. Oh, erzähle deine Lieblingsgeschichte in Stichpunkten. Oh my goodness. Du musst auf die Uhr gucken, ich weiß gar nicht, welche Geschichte ist es. Ich habe hier einen Counter in 10. Oh, 10, 9, 8, 7, <laughs> 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Ich nehme random irgendeine Geschichte. Ähm, Domagoy ist in New York, also in Stichpunkten war ja die Aufgabe. Äh, 20, ach, nee, 2019. Ähm, ich habe eine kulinarische Tour durch New York geplant, weil eine normale Tour, Sightseeing-Tour durch New York hatten wir schon. Stichwort. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr. 30.000 Schritte pro Tag. Domagoj Blasen an den Füßen. Ähm, zu essen. Schuhe kaputt. Viel zu viel. Ähm, unter anderem Keksteig. Fand Domagoj total ekelhaft. Niederlich. Ähm, riesengroßer Disgusting. Shake bei Shake Shake mit einer Torte oben drauf und Zuckerwatte. Is calling. Fand er auch shit. Ähm, dann aber die geilste Pasta in der Tüte. Zehn Sekunden. Ähm in äh, irgendeinem Seitengebiet von New York, wo dann die Leute mit der Waffe rumgelaufen Fünf. sind. Domagoj Schock, ähm, schöner Tag. Mäh. Ja, also ganz kurz: ähm, Die Pasta war cool aus diesem, aus dieser Tüte zu essen. Die war auch echt schmackhaft. Aber wie gesagt, um den Corner waren da so ein paar ähm, zwielichtige Gestalten am Würfeln. Ne? Also die, das Dice Game gegen die Wand würfeln. Und äh, die hatten halt eben diverse äh, keine Knallkörper mit dabei, sondern richtige, also die sind hinten quasi ausm, 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 aus der Polize hinten eingeklemmt, ähm, konnte man halt eben sehen, dass da durchaus einige äh, Waffen zur Selbstverteidigung mit dabei waren. Da fand ich mich doch nicht ganz so wohl. So, last genre. Ähm, Intuition. Ich stelle dir die Frage: Akzeptanz oder Veränderung? Veränderung. Weil, soll ich euch das so weiter ausführen? Ja. Etwas zu akzeptieren ist ja meistens dann auch für mich dann irgendwo Game Over. Ja, aber wenn du doch die Möglichkeit hast, Sachen zu verändern, es dir in der Hand, also du hast die Möglichkeit, etwas zu verändern, ähm, dann let's do it. Also diese Veränderung, wenn sie dir was Positives bringt, auf jeden Fall, man will sich ja nicht ins Negative verändern, aber etwas immer so hin manche Sachen natürlich muss man hinnehmen, wenn was auch höhere Gewalt ist oder sowas, aber in der, in, in der Regel sage ich, eine Veränderung, bevor man was akzeptiert. Ich ziehe eine Karte. Bücher lesen oder Film schauen? Ich sage Bücher lesen ganz bewusst, weil ich muss ehrlich sagen, ich gucke nicht gerne Filme. Ich äh, schaue, wenn, lieber Serien. Weil, wenn ich so in einem Thema drin bin, dann reicht mir 90 Minuten oder auch von mir aus äh, 120 Minuten in Filmnet. Da will ich da schon mehr Substanz haben und das hat man einfach mehr bei Serien. Prinzipiell bin ich jemand, der jeden Tag liest. Ich lese es sehr, sehr gerne und ja, deswegen Bücher lesen. So, jetzt ziehen wir noch mal einmal Vergangenheit und Zukunft die Geister. Was möchtest du in den nächsten fünf Jahren erreichen? Wieder eine Minute oder was? Also, was heißt nee, erreichen? Einfach, klar, einfach das Thema... Eines, sagen wir mal eine Sache, die du erreichen möchtest. Nee, das sind ja schon mehrere Achievements, die man hier, hier für sich erreichen will. Ganz klar, Thema Familienplanung, dass man, dass man das in trockenen Tüchern hat. Ähm... ähm ja, man kann wieder mit so hochtragenden Worten kommen, wie mit finanziell frei zu sein. Aber so, so zu arbeiten, dass man es nicht als Arbeit ansieht und dafür zu entlohnt werden. Ich denke, das ist ein sehr, sehr großes Ziel, auch, auch von uns, also nicht nur von mir selbst, sondern so ein Gemeinschaftsziel. Und was wir, was wir ganz ehrlich, was wir ein Großartiges erreichen? Ich will, dass wir alle gesund bleiben, das ist ein sehr großes Ziel. Ich will, dass es der Familie, Familie gut geht unseren nächsten Liebsten, dass es denen gut geht und ganz ehrlich, wenn ich jemand da unterstützen kann, bitte schön. Es geht nicht immer nur darum, die eigenen Taschen noch voller zu machen oder noch mehr auf dem Teller zu haben, was man eh nicht essen kann. Ähm, ich denke, gesund bleiben und äh, eine Arbeit nachzugehen, die nicht sich nach Arbeit anfühlt, ist denke ich so äh, eines der, der ja, auch der schönsten Ziele. Natürlich die Familienplanung, äh, nicht außer acht. Ähm, und ja, dass wir alle gesund bleiben, denke ich kann mich dem nur anschließen, als würde jetzt dasselbe sein, weil wir haben dieselben Ziele, deswegen ziehe ich jetzt Leben und Gegenwart. Ja, aber ganz kurz, also nicht dass man jetzt denkt, ah, die haben sich da abgesprochen oder sowas. Nee, also aber wir haben die Ziele gemeinsam. Ja, natürlich haben wir uns irgendwo abgesprochen, ja. weil wir an einem Strang ziehen. Ja, aber also ich meine jetzt hier für, für dieses Format hier, ähm, weil dir nichts Besseres einfällt oder sowas. Nee. nee, ganz im Gegenteil. Weil irgendwann, also man kann nicht aneinander vorbeileben, das funktioniert nicht. So, deswegen denke ich, dass man hier ähm, äh, fundamental, fundamental äh, miteinander arbeiten äh, und schaffen sollte. Stöße. Ja, dann habe ich Leben und Gegenwart. Welcher Gewohnheit gehst du schon seit einem langen Zeitraum nach? Was motiviert dich dazu? Ja, okay. Also, ich gehe schon seit einem sehr langen Zeitraum. Ich glaube, es sind bald, ja, also fast zehn Jahre vielleicht schon, dem Thema ähm, nach, an mir selbst zu arbeiten, also an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, an meiner inneren Einstellung und daran immer mehr zu wachsen. Ähm, das heißt wirklich für mich, dass ich täglich, wirklich täglich, auch im Urlaub, meinen Tag frühmorgens damit beginne, die Safer's von Hell Elrod zu machen. Also quasi ähm, den Miracle Morning, also die erste Stunde vor 8 Uhr, die dein Leben verändert. Die beinhaltet sechs Übungen: einmal meditieren, einmal visualisieren, einmal Affirmation, einmal Sport. Sport ist für mich, dass ich vom Harrison rausgehe. Dann ähm, schreiben und lesen. Und das mache ich wirklich seit vier Jahren. Davor habe ich einfach nur ein Mindset-Tagbuch geführt ähm, und manchmal auch meditiert und das ist etwas, was, was motiviert mich da dran. Ähm, ich sage euch ganz ehrlich, so wie es ist, ich habe da nicht jeden Morgen Bock drauf. Ähm, es ist auch eine Gewohnheit, dass man jeden Morgen um fünf aufsteht. Mit Sicherheit denke ich auch manchmal, ich könnte noch eine Stunde länger schlafen. Aber mache ich nicht, weil dann renne ich zu so den Ereignissen dem Tag über hinterher und das mag ich dann auch nicht. Ähm, ich habe da auch nicht immer Bock drauf, wie gesagt, aber es hilft einfach, eine Routine zu haben und es hilft einfach, positiv in den Tag zu starten und einfach nicht in diesem negativen Gedankentümpel, in dem man sich oft befindet, stecken zu bleiben. Und das heißt für mich einfach, natürlich stehe ich auch morgens auf und habe Kreuzweh. Guck raus und denke, oh, es regnet und ich muss mit dem Hund raus, es ist kalt, bäh, ich muss keine Ahnung lernen, weil ich eine Klausur schreibe und so Dinge, auf die ich keine Lust habe. Eigentlich habe ich keine Lust auf den Tag. So, das passiert natürlich mir auch, aber in dem Moment, wo ich mich einfach dann den positiven Dingen widme, bleibt man eben da drin nicht stecken, sondern startet einfach positiv, klar strukturiert mit Zielen in den Tag und das ist für mich wichtig und mich motiviert, das zu machen einfach. Ähm, Einfach um gesünder zu sein, um meinen Zielen jeden Tag, und wenn es auch nur ein Millimeter ist, näher zu kommen, meinen Träumen millimeterweise näher zu kommen, wenn es manchmal auch nur Millimeter sind, manchmal sind es auch große Sprünge. Und mich motiviert dazu, die Leute mit auf meine Reise zu nehmen, um einfach auch das Leben anderer zu verändern, dass deren Leben auch positiver wird. Genau. Ja, Amen. So hört, das hört sich alles gut an. Also, Fazit, was sagen wir zu diesen Deep Talk-Karten? Also mach erst, mach erst du, mach erst du. Ähm, <laughs> ähm, ich muss sagen, ich finde es. Es kommt drauf an. Sagen wir mal, es kommt drauf an. Also bei uns kommt es nicht wirklich viel vor, dass wir uns mit fremden Menschen in einem Raum befinden, privat, weil ich glaube, also für mich wäre das jetzt so eine Sache, die mache ich bei jemand zu Hause, wenn man so zum Essen eingeladen ist oder so oder auf dem Geburtstag oder so. Das kommt bei uns jetzt nicht so super oft vor, aber ich finde, dass es auf jeden Fall dazu anregt, wenn man so eine Karte zieht, tiefgründigere Gespräche zu führen und von den Leuten auch tiefgründigere Sachen zu erfahren, wie jetzt einfach nur, wann die nächste Sauferei ist oder so. Ähm, allerdings muss man natürlich auch sagen, stellt sich für mich die Frage, mit wem will ich einen Deep Talk betreiben, weil tatsächlich will ich das, also ich persönlich, auch nicht unbedingt mit jedem, weil wenn ich jetzt random irgendjemand erzählt, dass ich morgens mich da und die Safers mache, ne, dann können die einen was damit anfangen, Den kann ich auch erklären, da ist es auch gut und die anderen denken einfach nur, ich habe einen auf der, Kl an der Klatsche, jetzt mal so gesagt, was sie auch von mir aus denken können, das ist mir auch Bums, ähm, aber mit Menschen, die so denken, will ich eigentlich meine Zeit nicht verschwenden und solche Gespräche halt einfach auch nicht führen, weil ich bin niemand, der Menschen bekehren muss, sondern ich bin jemand, der das, was er tut, mit einem Selbstbewusstsein nach außen trägt. Und wenn Leute das anspricht, können die mich gerne darauf ansprechen. Und wenn ich sehe, dass es Leute gibt, die für die das was wäre, dann nehme ich die auch gerne mit und begeister die dafür. Aber wie gesagt, ich bin hier kein Bekenner und kein Bekehrer. Ganz im Gegenteil, ich möchte mit so Menschen gar nichts zu tun haben. Deswegen wäre das für mich was, was ich einfach nicht mit jedem machen möchte. Also, da möchte ich die Freiheit haben, mir selbst auszusuchen, mit wem ich das mache. Aber wenn man engere Freunde hat, mit denen man sich öfter trifft, und irgendwann ist es natürlich auch so, wenn man sich wöchentlich sieht, dass vielleicht die Gesprächsthemen ausgehen, wäre das auf jeden Fall eine gute Sache, wenn einem die Gesprächsthemen ausgehen, das zu machen und so die Menschen auch besser kennenzulernen. Ja, so, was soll ich da jetzt noch hinzufügen? Also, per se finde ich das eine coole Aktion, ein cooles Ding. Auch mal ähm, einfach so ein paar Fragestellungen vor, vorgekaut zu bekommen und dann mal wirklich über, über ja, so, so diverse Dinge zu, zu schwätzen, über die man halt eben vielleicht nicht jeden Tag sinniert oder sowas. Natürlich ist auch ähm, völlig richtig, mit wem will ich das alles teilen, weil Deep Talk. Ähm, ist meiner Meinung nach auch immer so das Thema ähm, da zeige ich vieles von mir selbst ja? ja und wer soll das alles sehen oder wer hat das Recht das zu sehen natürlich auch hier in dem Format hier in dem Videopodcast. Podcast oder ne, egal wo man das jetzt hört und sieht ähm, was wo man da halt was, was lassen wir drin was schneiden wir raus das ist eh alles ein One-Taker aber ich denk, ähm wenn man so seine, seine, seine Golden Five irgendwie hat, seine, seine Ängsten und, und, und man auf einer Ebene ist und äh, sich da austauschen kann, ist das eine ganz, ganz tolle Idee, meiner Meinung nach. Ja, ja also ich muss sagen, ich habe tatsächlich heute auch, so jetzt mal weg von dem Thema, ähm, das Buch Rebellion von Tobias Beck fertig gelesen und habe es tatsächlich direkt nochmal angefangen, von vorne zu lesen. Ich weiß nicht, ob ihr so das Gefühl habt. Ähm, also bei manchen Büchern habe ich so das Gefühl, ich muss die einfach nochmal lesen, um das Wissen zu festigen oder zu intensivieren. Und äh, in seinem ersten Kapitel, finde ich, sagt er eine Sache, die ich richtig, richtig gut finde. Und zwar, das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht uns alle etwas an. Aber letzten Endes machen wir das nicht für uns, sondern wir machen es für die Gesellschaft. Und nur wenn du es für die Gesellschaft machst, dann hast du das Thema auch verstanden. Das heißt, nicht du arbeitest an dir. Und veränderst nur dich. Also natürlich arbeitest du an der dir und du veränderst dich. Aber in dem Moment, in dem du das, was du dich veränderst, nach außen trägst, egal in welcher Form, ob das jetzt in der Form ist, dass wir hier einen Podcast aufnehmen, dass ich Live-Videos mache, dass wir generell auf Social-Media präsent sind oder eben auch Vorträge halten, ähm, geht es einfach darum, mit dem was du gelernt hast, die Welt zu verändern, also einfach die Welt ein Stück weit besser zu machen oder beziehungsweise Menschen, damit zu inspirieren, an ihrem eigenen Leben etwas zu verändern. Und ich glaube, also die Idee daran, die er hat, nicht nur die Idee, sondern diese Tatsache, finde ich einfach der Hammer, weil ich finde, wir leben in einer Men in einer Welt, in der sich wirklich jeder nur um sich kümmert, um seinen eigenen Arsch, auf gut Deutsch gesagt, was ja auch okay ist, aber letzten Endes ist es, wir, sind, wir sind ein Ganzes, wir sind nicht nur ein Individuum. Und ähm, man sollte schon versuchen, mehr zu verändern, wie nur sein eigenes Leben. Und ich finde einfach die Idee dahinter richtig, richtig gut. Und ähm, ja, ich finde dieses Deep Talk, Karten, Spiel, oder wie soll man das jetzt nennen? Gute Gespräche trägt auch dazu bei, Menschen anzuregen, anders zu denken, vielleicht durch die Karten ja ich meine ähm, nicht jeden wird man damit erreichen auch mit, mit, dem, mit dem Thema die Welt ähm, jemanden zu helfen oder der Welt zu helfen oder jemanden helfen zu wollen für viele die halt eben echt nur die Ellenbogengesellschaft kennen oder den Egoismus frönen ähm, die werden das nie verstehen die wird man auch nie erreichen aber die will man auch nicht erreichen sondern wirklich auf Leute halt eben ähm, zugehen oder auch vielleicht auch erreichen im, im, im Exenkreise, die Lust darauf haben. Ja? Also ich denke, das ist ein gutes Tool, um äh, durchaus mal ein bisschen mehr Substanz in eine Freundschaft, in eine Beziehung zu bringen, ohne jedes Mal Ey, keine Ahnung. Aber ich denke einfach, um was es geht, ist den Menschen Mut zu machen, einfach nach draußen zu gehen und etwas zu sagen. Ja, natürlich wäre es für uns auch einfacher, das alles für uns zu behalten und es in unserem stillen Kämmerlein auszumachen, uns selber zu entwickeln, unsere Ziele zu erreichen und niemand was davon zu erzählen. Viel schwieriger ist es doch, dass wir uns jetzt hier hinsetzen in dem, Geda in dem Wissen, dass einfach keine Ahnung, hoffentlich Tausende von Leuten das hören. Und die das natürlich nicht feiern und gut finden, sollen sich da hinsetzen, darüber ablästern und keine Ahnung. ja. Aber wir haben einfach den Mut, die Personen zu sein oder der Tante, also der Onkel und die Tante oder ähm, einfach die, keine Ahnung, Personen, die sich hier hinsetzen und anders sind wie andere. Und wenn wir einfach damit anderen helfen, auch Mut zu haben, sich hinzusetzen und über Dinge zu sprechen, dann machen wir die Welt besser. Und ich will jetzt gerade mal mit einem Beispiel hier abschließen. Und zwar, wir haben ja gerade unsere Social Media Bootcamp ähm, im Team. Also, das ist nur für Leute, die bei uns im Team sind, natürlich, die mit uns arbeiten. Ähm, letzten Endes ist da aber wirklich äh, eine Person dabei, die wirklich unser erstes Bootcamp schon angeschaut hat, was wir 20, äh, 2000 aufgenommen Nee, wann war das? 2020 aufgenommen haben, genau. Und ähm, man sieht einfach jetzt die Veränderung, die sich einfach traut, wirklich da jetzt Videos auch zu machen bei Instagram und die spricht meiner Meinung nach über ein sehr wichtiges Thema, nämlich über das Thema Depression und Sucht, weil sie das selbst durchlebt hat, weil sie selbst davon betroffen ist und ich finde. Die Videos, die haben so eine Substanz und die haben einfach so einen Mehrwert, weil es ist nicht nur ein Gebrabbel von irgendeiner Theorie, sondern es ist eine Person, die durch diese Hölle gegangen ist. Und ich glaube wirklich, ja, klar hat die jetzt noch keine mega Reichweite von einer Million Personen. Die fängt gerade an. Aber ich glaube, wenn das jemand sieht, der dieses Thema hat, dass er einfach daraus sieht, okay, es gibt Menschen, die haben dasselbe Thema und daraus lernen kann. Und das finde ich einfach bemerkenswert. Und wenn wir es nur geschafft haben, eine Person zu bewegen oder zwei, drei, ist es auf jeden Fall schon ein Riesenmehrwert für uns. Ja, Amen. Ich ja. glaube, so kann man eine Episode, eine Montagsepisode abschließen. Ähm, ja, äh, ich hoffe, dass wir das wirklich hier so einbauen können, als keine als, äh, Kategorie oder wie man das auch nennen will. Und ja, let's go. Euch allen noch eine tolle restliche Woche. Oder Woche hat erst angefangen. Bleibt uns gesund, bleibt uns stabil. Kommentiert das Ganze. Ja, wenn ihr auch Anregungen dazu habt. Liken, teilen und so weiter und so fort. Ihr kennt es euch aus. Bis dahin. Ciao. Ciao.